die Startaufstellung steht schon rein. Ivonne Holz hat einen super Start erwischt. Die Pionierleute halten dagegen. Es wird spannend. Den Hexenkessel von Grimmen. Auf 1, die Lutens auf der 2 und auf der 3. Der Wahnsinn hat viel genannt. Nimmt der 9 seinen Lauf. Die letzten Plätze von Lübben. Der 5. Platz, M&M Racing. Dann die Startnummer 7 oder 2. Und die Lutens greifen das P&E Racing Team an. Die Lutens ziehen den Weg vorbei. Da gibt's denn das? Die Startnummer 8 oder 12. Der Martin. Der Martin macht das Rennen. Aber der hält dagegen. Auf der Geraden. Die Potenz scheinbar schneller. Die Potenz auf der Geraden schneller. Aber Pirne kommt noch einmal auf der Innenbahn. Da wird er weit rausgetragen. Und Pirne ist wieder vorbei. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Pirne Racing gewinnt. Die Potenz auf 2 und 3. Martin und Ivonne auf der 4. Die 788.